Hallo zusammen. Heute Teil 2 in der Serie Fuß vom Gas, das Autobahnfahren. Wir haben ja schon vieles im ersten Teil besprochen, angesprochen, aber es gibt noch einiges noch weiter zu besprechen. Viel Spaß beim Zuschauen und ich freue mich schon jetzt auf eure Fragen oder Kommentare. Geschwindigkeiten auf der Autobahn sind unter anderem auch manchmal eine große Unfallverursacher, weil man einfach zu schnell fährt. Grundsätzlich sind ja Verkehrszeichen keine gut gemeinten Empfehlungen, sondern sie sind einzuhalten. Wenn da 100 steht, dürfen wir auch nur 100 fahren. Kommen wir nochmal auf diesen Einfädelungsstreifen zu sprechen. Es ist wichtig, dass ich diesen auch ausnutze. Das heißt also, auch die Geschwindigkeit aufnehme, die durchgehend auf der Autobahn gefahren wird. Dann kann ich auch ruhig ein Fahrzeug, ein LKW, auch vielleicht PKW, mal, da kann ich recht schneller fahren. Ansonsten muss ich auch etwas langsamer mal werden, um mich dann hinter den LKW einzufädeln. Und diejenigen, die sehen, dass einer auf dem Beschleunigungsstreifen, auf dem Einfädelungsstreifen unterwegs ist, dem sollte man das Einfädeln ermöglichen, indem man dann den linken Fahrstreifen benutzt und dann kann der andere ohne Probleme rauffahren. Also die Verkehrsbeobachtung beim Fahrstreifenwechsel, gerade auf der Autobahn bei diesen höheren Geschwindigkeiten, ist sehr, sehr wichtig. Ja, jetzt haben wir den LKW vor uns, typischer Fall. Den will ich natürlich überholen, weil der fährt mir viel zu langsam mit seinen 80 km/h. Setze früh genug an, ja, wechsle auf den mittleren Fahrstreifen, hier bei 3 Fahrstreifen pro Richtung. Und jetzt beobachte ich genau auch im Spiegel, wenn ich am LKW vorbeigefahren bin, muss ich ihn komplett sehen, dann habe ich den richtigen Einscherabstand wieder. Einscherabstand ist genauso wichtig, also Abstand zum hinteren Fahrzeug nach dem Überholvorgang, wie dass ich Abstand halten muss zu den vorderen Fahrzeugen. Wir müssen ja eigentlich das Rechtsfahrgebot einhalten. Das heißt also, eigentlich müssen wir alle rechts fahren, linke Fahrstreifen müssen wir überholen. 3 Fahrstreifen, darf ich den mittleren Fahrstreifen auch durchgehend benutzen, wenn hin und wieder mal rechts ein Fahrzeug fährt. Aber habe ich kein Fahrzeug mehr, was ich überholen möchte, dann muss ich natürlich auch bei 3 Fahrstreifen auf den rechten wechseln. Beim linken Fahrstreifen ist das grundsätzlich sowieso anders. Das heißt also, der ist nur zum Überholen da. Ganz wichtig ist natürlich auch gerade bei diesem Überholvergang, Fahrstreifenwechsel, dass ich meinen Blinker benutze. Ich sage jedem anderen, hier pass auf, ich möchte jetzt den Fahrstreifenwechsel machen. Kann ihn natürlich erst dann durchführen, wenn auch wirklich frei ist. Das heißt, wenn ich im Spiegel ein Fahrzeug sehe, was schneller fährt als ich selber, dann muss ich ihm sagen, pass auf, ich möchte rausfahren. Ja? Dann kann er darauf reagieren oder ich lasse ihn dran vorbeifahren. Ja, und fahr erst dann raus. Aber auf jeden Fall Fahrstreifenwechsel immer mit Blinker. Ja, wollen wir mal gerade das Thema Navi ansprechen auf der Autobahn. Grundsätzlich muss ich vor meiner Fahrt mir das Ziel eingeben und nicht während der Fahrt am Navi am Arbeiten sein. Das lenkt ab. Oder ich mache das Ganze sprachgesteuert. Das geht ja auch bei den modernen Fahrzeugen. Ne? Aber alles, was einen ablenkt beim Autofahren, sollte man unterlassen. Ja, es kommt ja auch schon mal vor, dass leider der eine oder andere zu schnell auf der Autobahn fährt, also die Geschwindigkeit überschreitet und das meistens auch mal deutlich überschreitet und dann einen relativ dicht auffährt, weil man gerade auf der linken Fahrstreifen fährt und einen Überholvergang abgeschlossen hat und noch nicht sofort rüberfährt. Nicht nervös werden, nicht sich bedrängen lassen, aber man sollte dann natürlich rüberfahren und sich nicht aufregen und ärgern. Ja, man sollte nicht absichtlich an dem linken Fahrstreifen bleiben, sondern ganz normal weiterfahren, ja, und dann unter Verkehrsbeobachtung den Fahrstreifenwechsel durchführen. Ja, das war Teil 2 von dem 1x1 Autobahnfahrten. Viele werden sagen, wusste ich doch, habe ich schon immer so gesehen, mache ich auch so. Aber vielleicht war der eine oder andere auch dabei, der sagt, oh, habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Wie gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Ich wünsche euch stets unfallfreie Fahrt, gerade auf der Autobahn. Und freue mich schon jetzt auf Kommentare oder Fragen eurerseits. Bis dahin, viel Spaß und immer gute Fahrt. Tschüss.